hören? Hörst du mich? Ja, ist okay, Mann. Was? Er ist unterwegs. Was ist passiert? Du bist umgekippt. Bleib besser liegen, ist dein Kreislauf da. Was? Hey, geh mal weg. Kim, schick die Leute weg. Hier gibt's nichts zu glotzen. Geht's dir wieder besser? Ich höre nichts richtig, aber es geht schon. Bist du sicher? Du bist immer noch weiß wie die Wand. Nein, es geht schon. Okay, das ist ja. Bringen Sie das bitte ins Labor. Großes Blutbild. Alles klar. Kannst du ihn wieder hören? Ich habe auf der linken Seite aber noch dieses Fiepen. Ja, wir müssen die Blutwerte abwarten, aber ich gehe davon aus, dass du einen Hörsturz hattest. Was ist denn los? Ich hatte ja schon neulich das Gefühl, dass es dir nicht gut geht. Der übliche Stress in der Firma. Ich frage ja nicht nur als Arzt, sondern auch als Freund. Erfolg kann einen auch ganz schön unter Druck setzen. Besonders, wenn man kreativ arbeitet. Hör zu. Ansgar und Tanja, die haben die Show um eine Woche vorverlegt und das war hart. Übermorgen, da muss ich für ein Interview nach Paris. Aber so ist das nun mal als Chefdesignerin. Ich hab mir das ausgesucht. Mhm. Es ist wirklich alles okay. Nur ein kleiner Schwächeanfall? Ich habe Ricardo auf dem Flur getroffen. Du hattest einen Hörsturz. Ja, naja. Weißt du, auch wenn ich im Moment vor allem auf der faulen Haut liege, habe ich trotzdem nicht vergessen, was Stress ist. Es ist wegen dem Finalkleid, oder? Ja. Und wegen Tanja. Sie erpresst mich. Bitte? Entweder ich rede Sebastian aus, dass er sie feuert, oder die ganze Branche erfährt, dass ich Kates Entwurf als meinen ausgegeben habe. Aber Kate hat euch die Rechte verkauft. Trotzdem, mein Ruf wird zerstört. Ich glaube das nicht. Vielleicht wäre es doch gar keine so schlechte Idee, mit Sebastian zu reden und ihm alles zu erzählen. Habe ich schon. Und? Er hat mir vorgeworfen, dass ich ihm in den Rücken falle. Er hat sich auf mich verlassen und ich habe ihn enttäuscht. Ach Mann, es geht einfach gerade alles schief. Also ich kann nicht mehr arbeiten. Wenn Tanja ihre Drohung wahrmacht, dann gibt das einen riesen Imageverlust für LCL. Ganz davon abgesehen, dass ich nie wieder einen Job kriege. Komm mal her. Ansgar und Tanja haben das Kleid auf den Laufsteg geschickt, nachdem du doch schon lange kapiert hattest, dass es ein Fehler war. Und dein Bruder kommt auch wieder runter. Weißt du, Ansgar ist krank. Tanja ist gefeuert. Sebastian wollte mit mir LCL ganz neu aufstellen. Stattdessen mache ich ihm zusätzlich Probleme. Ich muss das wieder... Hör auf, dich verrückt zu machen. Du musst nur eines, gesund werden. Und dafür brauchst du jetzt Ruhe. Nein. Ich muss das wieder gut machen. Ja, ein MRT ist in Ordnung, die Blutwerte sind auch okay. Ach, das ist alles wieder gut. Nein, es ist nicht. Du brauchst eine Auszeit. Ich werde mich schon, versprochen. Solltest du auch, unbedingt. Wenn du dieses Warnsignal nicht ernst nimmst, bist du auf direktem Weg in Richtung Burnout. Okay. Ich wünschte, du würdest wenigstens über Nacht bleiben. Zu Hause kann ich mich viel besser erholen. Rebecca. Was denn? Das Fiepen ist weg, mir ist nicht mehr schwindelig, ich kann auf beiden Seiten hören, es ist alles okay. Okay. Hier, du machst ja eh, was du willst. Was ist das, eine Krankschreibung? Was, 2 Wochen? Ja. Normalerweise müsstest du eine richtige Auszeit machen von mindestens 6 Wochen. Das geht nicht. Ich habe Promotermine. Ich muss übermorgen nach Paris. Keine gute Idee. Du hast versprochen, dich zu schonen. Ja, ich werde mich 1-2 Tage hinlegen und dann bin ich wieder fit. Ricardo ist dein Arzt und er meint, du brauchst mindestens 2 Wochen. Ja, danke, Marlene. Das habe ich schon verstanden, aber es geht nicht. Entweder du ruhst dich 2 Wochen lang aus oder ich unterschreibe ganz einfach deine Entlassung nicht. Okay. 10 Tage. 12. 11. Und jetzt unterschreib diese Entlassung. Morgen schlafen wir erstmal aus. Ich frage Frau Linse, ob sie uns ihr berühmtes Rührei zum Frühstück macht und danach ein ausgedehnter Spaziergang. Wir könnten mal wieder ins Hubbelradder Bachtal fahren. Ja, klingt gut. Ne?
Ja, bitte. Das Sekretariat hat mich angerufen, du hattest einen Hörsturz. Wie geht's dir? Geht schon wieder. Wir waren heute den ganzen Tag im Krankenhaus. Ricardo hat Rebecca krank geschrieben, die muss ich jetzt die nächsten 11 Tage erstmal holen, ja? 11 Tage? Na super. Damit wäre Paris ja dann wohl. Ich finde eine Lösung. Na, dann, vielleicht geht's ja auch. Rebecca, du bist krank. Nimmst du bitte so viel Zeit, wie du brauchst, ja? Ach ja, wegen Tanja. Ich habe mit ihr gesprochen, die Sache mit dem Kleid, das hat sich erledigt. Was, aber... Rebecca, du musst dir darüber keinen Kopf mehr machen, ja? Du warst bei Gericht? Ja. Tanja und ich, wir sind geschieden. Sie zieht morgen aus. Ich muss los. Siehst du, habe ich dir doch gesagt, er beruhigt sich wieder. Hat mit Tanja geredet und die Sache hast du weggeschafft. Das ist doch gut. Ja, wenn man davon absieht, dass er mich nicht mehr ansehen konnte, sieht aus wie ein Zombie. Du glaubst jetzt aber nicht ernsthaft, dass Sebastian deinetwegen so ein Gesicht gemacht hat. Tanja und er haben sich heute scheiden lassen. Ja, umso schlimmer, dass ich ihn an so einem Tag auch noch im Stich lasse. Rebecca, du hast gehört, was er gesagt hat. Du musst dich jetzt schonen. Was hätte er sonst sagen sollen? Rebecca, du bist auch nur ein Mensch. Du warst gestresst und verzweifelt. Mein Gott, du hast einen Fehler gemacht. So was passiert. Aber nicht jedem. Aber mir doch auch. Als ich damals auf die Bühne gegangen bin, obwohl Ricardo es mir verboten hat, da habe ich meine eigene Karriere ruiniert. Weil ich es so sehr wollte, weil ich es zu sehr wollte. Aber ich habe mit dem Kapitel abgeschlossen. Ja, weil ich eingesehen habe, dass es auch noch ein Leben danach gibt. Was willst du mir damit jetzt sagen, dass ich jetzt frühzeitig in den Ruhestand gehen soll, oder was? Nein, ganz und gar nicht. Ich will dir einfach nur sagen, dass du nicht so wahnsinnig viel von dir selbst verlangen darfst. Mann, es ist doch nicht so viel verlangt, dass ich meinen Job mache, ohne gleich kriminell zu werden. Rebecca, du wiederholst dich. Es führt eben nichts an der kleinen Auszeit vorbei. Und was ist, wenn das nicht hilft? Wenn ich einfach nicht gut genug bin? Du bist keine Maschine. Du musst es jetzt langsam angehen lassen. Nein, ich muss Sebastian beweisen, dass ich die Richtige für den Job bin. Und mir auch. Also irgendwie drehen wir uns im Kreis. Ich mach dir einen Tee. Tschüss. Da. Ach, das ist lieb von dir. Ich frühstücke in der Firma. Du wolltest wechseln, bevor ich mit dem Frühstück hier bin, stimmt's? Können wir da heute Abend drüber streiten? Nein, können wir nicht. Hey, ist alles okay? Das sehe ich anders. Du bist aber nicht ich. Rebecca, bitte denk an Ricardo. Burnout. Ich kann mich selbst ganz gut einschätzen und ich fühle mich fit. Ja, offensichtlich bin ich sowieso nicht in der Lage, dich umzustimmen. Marlene, verstehst du diese Sache mit diesem Kleid? Die macht mich fertig. Ich kann doch hier nicht einfach rumliegen und faulenzen. Ich muss was tun, um das hinter mich zu bringen. Und das kann ich nur, indem ich arbeite und zeichne und Kleider entwerfe, die meinen und LCLs Ansprüchen genügen. Und dann geht's mir gut. Ich verstehe das ja. Aber ich sehe das in dem Fall anders. Dann ist das eben so. Ich habe nichts im Internet gefunden, was Ansgar helfen könnte. Ja, ich lenke mich jetzt einfach mal ein bisschen ab. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber danke, ja. Tschüss. Rebecca, was machst du denn hier? Alles gut. Ich habe ja gar nicht gerechnet. Ist alles gut, danke für deine Hilfe. Geht's dir wieder gut? Wenn ich in Paris bin, dann möchte ich mich ein bisschen bei der Konkurrenz umsehen. Das heißt, ich brauche alle Besprechungen meiner Kollektion. Und ich brauche die neuen Muster, weißt du, vom Stofflieferanten. Mhm.
Und weißt du, die nächste Kollektion, die muss einfach, die muss... Ist alles okay? Willst du dich setzen? Das Gefühl, wenn du glaubst, du kennst dich und du liegst vollkommen daneben. Das habe ich erfunden. So. Ich bin krank und ich nehme jetzt eine Auszeit sofort. Und Paris? Absagen.